Hallo, und heute das nächste Kulturchen von mir und meinem Funkelsternchen Funkila. Jetzt möchte ich euch eine Stelle, meine Lieblingsstelle aus dem Buch gern vorlesen und möchte aber vorher noch zeigen, wie das Sternchen vom Regenbogen auf die Erde fällt. In meinem Buch sind die Seiten alle schwarz-weiß, bis auf diese eine Seite. Da können die Kinder beim Lesen die Bilder alle gern selber ausmalen und den Regenbogen natürlich bunt machen. Ich möchte euch verraten, was Funkila auf der Erde widerfährt. Auf der Erde. Funkila rutschte und rutschte den Regenbogen hinunter bis auf die Erde. Sie fiel hart auf den verschneiten Boden. Puh, das hat wehgetan. Mein Kopf. Funkila fasste sich an ihre Sternenzacken. Was ist passiert? Oh nein, ich habe einen Zacken verloren. Ich bin kaputt. Wie soll ich denn nun dem Weihnachtsmann leuchten? Das geht ja gar nicht mehr. Was soll ich nur tun? Wo bin ich? Funkila schluchzte. Ich höre Stimmen. Ich muss mich verstecken. Wo nur? Verzweifelt suchte sie ein Versteck. Drei kleine Hasen hüpften heran. Ja, diese Tiere kannte Funkila aus der Schule. Und sie dachte, die haben so süße große Ohren und einen Stummelschwanz, der Blume genannt wird. Aber an eine Blume erinnert mich der Schwanz nun wirklich nicht. Wie gern würde ich einen Hasen streicheln. Die sehen alle so weich aus. Da wurde Funkila auch schon entdeckt. Der kleinste Hase hüpfte mutig zu Funkila und fragte neugierig, wer bist du? Woher kommst du? Ich heiße Funkila. Ich bin der Weihnachtsstern und komme aus dem Wolkenreich. Wo bin ich hier? Die Hasen schüttelten den Kopf und gaben sich stumm Zeichen, dass Funkila krank am Kopf sein müsse. Du bist auf der Erde, sagte der kleinste Hase. Wie heißt du? Ich bin Stummel. Oh je, Stummel, ich bin auf dem Regenbogen ausgerutscht. Wie komme ich jemals wieder in die Weihnachtswelt, in den Himmel, zurück zum Weihnachtsmann? Stummel schaute ungläubig. Du bist auf dem Regenbogen ausgerutscht? Der ist doch aus bunter Luft. Ein anderes Häschen rief begeistert, ich will auch rutschen. Wie die Geschichte zu Ende geht, das könnt ihr in meinem Buch alleine lesen oder euren Kindern oder Enkelkindern vorlesen. Ich wünsche euch eine wundervolle Weihnachtszeit und vielleicht sehen wir uns einmal. Tschüss!